Wir wünschen Ihnen nun allen viel Freude beim Zettler-Tanz-Finale. Ich bitte nun unseren Vorstand Moni Buchwisser um die Legende. Bravo! Schöffler-Tanz wird in Partenkirchen seit 1834 alle 7 Jahre aufgeführt. Beteiligt sind jeweils über 100 Leute, 36 Tänzer, die Hans Wurstler, der Meister mit seinen Trüblern, er und die Alte, die Fahnenabordnung, die Pietschenträger, die Musikkapelle, der Trommlerzug und das Komitee, dem die Organisation obliegt. Die Chronik zeigt auf, dass der Schöffler-Tanz erstmals im Jahre 1517 in München aufgeführt wurde. Ihn alle 7 Jahre auf Straßen und Plätzen zu lassen, beruht auf einem Gelübnis. Zur Zeit des 30-jährigen Krieges, aber vor allem im Jahre 1634, wütete die Pest im Lande. Die Einwohner Münchens, aber auch hier in Partenkirchen, starben zuhauf. Als dann alles vorüber war, verließen die Menschen nur notgedrungen ihre Häuser. Es gab keine Geselligkeit. Das Leben in der Stadt drohte zu erliegen. Da beschlossen die Männer aus der Trumpf der Schöffler, in ihrer Festtagstracht auf den Straßen zu tanzen. Mit Musik und ihren schönen Figurentanz den Menschen Mut zu machen und sie so aus ihren Häusern zu locken, was ihnen schließlich auch gelang. Aus Freude und Dankbarkeit darüber gelobten sie alle 7 Jahre, diesen Tanz auf Straßen und Plätzen aufzuführen. So auch vor 185 Jahren zum ersten Mal hier in Partenkirchen. Wir führen heute diese Tradition mit Stolz und großem Einsatz fort, damit euch allen, die hier gekommen seid, Freude, Hoffnung und Dankbarkeit aufs Neue geweckt werden. Wir alle wünschen euch jetzt, dass ihr viel Freude habt bei unserem Tanz, dass Geselligkeit und Gemeinschaftssinn euch nicht verloren gehen. Zusammenhalt und aufeinander schauen sind das Fundament unserer Gesellschaft. Das soll euch der Schöffler-Tanz einst wie heute zeigen.